fattig, zu müde, um zu arbeiten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Krebs, neurologische Erkrankungen wie MS, Parkinson oder Infektionen wie Covid-19 oder Hepatitis C oder eine Grippeinfektion können eines auslösen: fattig. Fatigue ist nichts anderes als das französische Wort für Müdigkeit, und in unserem Sprachgebrauch und in unserem Verständnis, wie wir Fatigue heute gebrauchen, meint es einfach ein massives Erschöpfungssyndrom. Dahinter versteckt sich ein echter Krankheitswert. Fatigue ist auch als Krankheit als solche, wenn sie denn auch ordnungsgemäß diagnostiziert worden ist, anerkannt. Wie sieht es mit den Betroffenen aus? Wer Fatigue hat, der leidet unter wirklich extremer Erschöpfung, und zwar jeden Tag, jede Nacht. Der kann sich also auf so gut wie gar nichts konzentrieren. Der kann selbst leichte Haushaltstätigkeiten, wie zum Beispiel eine Schnitte schmieren oder mal ein bisschen was sauber machen, gar nicht mehr machen, weil er ständig erschöpft ist. Er kann zum Beispiel auch kurzen Videos, wie wir sie heute veröffentlichen, auch nicht in Ruhe folgen, weil er dann ständig erschöpft ist. Die Ursache ist noch nicht ganz klar geklärt. Die Ärzte forschen da also noch. Es wird vermutet, dass es hier eine veränderte Zellstruktur in den Nervenzellen gibt. Und zwar wiederum verursacht durch zum Beispiel eine Krebserkrankung oder einer Chemotherapie oder wie auch immer durch anders geartete Erkrankungen. Eines ist ganz klar: Wir müssen die Fatigue unbedingt abgrenzen von einer schweren Depression. Denn die schwere Depression hat ähnlich wie die Fatigue auch zur Folge oder kann zur Folge haben, dass die Menschen bei einer schweren Depression unter Erschöpfung, Müdigkeit und Antriebslosigkeit leiden. Aber ganz klar, Fatigue ist keine schwere Depression. Und wenn gar nichts mehr geht, Sie das Arbeitslosengeld und das Krankengeld ausgeschöpft haben und nicht mehr wissen, wie es weitergeht, dann haben Sie einfach Mut und beantragen Sie eine Erwerbsminderungsrente. Es gibt schon Sozialgerichte, die Fatigue oder die eine Erwerbsminderungsrente aufgrund von einer Fatigue den Leuten, den Betroffenen zugesprochen haben. Und ein Tipp noch von mir: Nehmen Sie sich bitte Hilfe von Dritten, weil alleine werden Sie das aufgrund der dauerhaften Erschöpfung nicht schaffen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.